Hallo und herzlich willkommen. Heute sind wir wieder mit dem Kanu unterwegs und zwar auf dem Rhein. Wir sind gerade dabei, das Kanu zu Wasser lassen, aber bevor die große Fahrt losgeht, möchte ich euch erstmal zeigen, wo wir überhaupt sind. Und zwar sind wir hier in Heidesheim Ost. Hier ist eine öffentliche Slipanlage und hier kann man ideal das Boot zu Wasser lassen und kriegt so gut wie keine nassen Füße. Das Ziel war dann Bingen. Und zwar der Campingplatz beim Schorsch. Das findet man auch so im Internet. Und hier sieht man an dem Kreisel, diese Einfahrt mussten wir bekommen und mussten in diesen Seitenarm reinpaddeln, damit wir unsere Ausstiegsstelle auch finden können. Der Campingplatz Schorsch liegt in Bingen oder bei Bingen und das ist unsere Gesamtstrecke von ca. 15 Kilometer von Start bis Ziel. Ja, dann ging es auch schon los. Wir hatten noch sommerliche, angenehme Temperaturen. Es war so ungefähr 16 Uhr, als wir gestartet sind. Im September, das Wasser war noch relativ warm. Und für uns war es das erste Mal, dass wir jetzt hier auf dem Rhein unterwegs sind. Und wir hatten erstmal ein bisschen Respekt vor der Strömung. Schön ist es. Wir sind gerade gestartet auf dem Rhein. Wir sind hier in Heidesheim bei Kilometer 513 ins Wasser gegangen. Und die Fließgeschwindigkeit vom Rhein ist echt überschaubar. Total entspannt, cool. Das Wasser lief richtig cool. Tolle Stelle hier gefunden in der Rampe. Fast trockene Füße gehabt beim Einsteigen. Ja, und jetzt lassen wir uns mal ein bisschen treiben und genießen mal die schöne Ausfahrt. Mal sehen, wie lange sie dauert. Wir haben vor, wieder in Bingen zu landen, beim Schorsch um Campingplatz, falls ihn jemand kennt. Ja, wir probierten dann erstmal auf die andere Seite zu paddeln, sozusagen ein bisschen gegen die Strömung herauszufinden, welche Kräfte brauchen wir denn. Fordert uns das oder überfordert uns das? Und so sind wir erstmal auf die andere Seite gepaddelt, auch ein bisschen herauszufinden, wie muss man steuern, weil die Strömung einen ja dann schon versetzen kann, beziehungsweise auch die Bugspitze umdrehen kann, sodass man einfach ein Gefühl dafür bekommt. Es lief eigentlich ganz gut. Die ersten Kilometer auf dem Rhein haben wir geschafft, oder die ersten 500 Meter besser gesagt, weil hier links ist nämlich so ein Pluszeichen und das zeigt immer die halben Kilometer an am Ufer, dass man sich hier ganz gut orientieren kann. Man merkt die Strömungsgeschwindigkeit. Ich schaue mal gerade zur Seite. Es fließt, aber alles gut handelbar, auch mit unserem Kanu. Das passt. Eigentlich braucht man gar nicht viel paddeln. Man muss nur die Richtung halten. Und wir halten uns hier so links am Ufer, damit wir zur Not gut ausweichen können, beziehungsweise dass wir der großen Schifffahrt nicht ins Gehege kommen, die aber hier auf diesem Nebenarm momentan sich auch nicht befindet. Die befindet sich hier eher rechts, was man jetzt nicht sehen kann. Extremes Glück mit dem Wetter. Die Sonne ist gerade rausgekommen und total schönes Gefühl, hier auf dem Rhein rumzupaddeln mit unserem neuen Boot. Das schlägt sich wacker, alles bestens. Aufbauzeit mit allen drum und dran, bis man die Säcke gepackt hat, bis man die Paddel zusammengeschraubt hat, aufgepumpt, sage ich mal, sollte man sich schon 30 Minuten Zeit nehmen. Dann noch die Schwimmwesten anziehen, umziehen und, und. Also 30 Minuten ist realistisch. So, jetzt genießen wir einfach mal hier unsere Fahrt und schauen mal, was uns die Natur Schönes auf dem Rhein zu bieten hat, beziehungsweise welche Abenteuer wir hier noch begegnen. Der Rhein bietet zwar an dieser Stelle zwischen Heidesheim und Bingen jetzt kein exotisches Tier oder exotisches Vogelreich, aber die Natur sieht richtig schön und interessant aus. Und ich war persönlich an dieser Stelle noch nicht. Und ich war irgendwie beeindruckt, wie schön satt und wie grün die Natur aussieht. Und das, obwohl wir so einen trockenen Sommer hatten. Der Rhein hat einen relativ niedrigen Wasserstand. Das heißt, wenn man rechts ans Ufer gefahren ist, hat man auch sehr schnell die Steine aus dem Wasser hervorschauen sehen. Und auch hier auf der Seite sieht man immer wieder kleine Strandpassagen, die zum Baden einladen.
Hier sind wir bei Kilometer 515. Interessant, eine kleine Sackgasse eben entdeckt zu haben. Es wurde dann aber zu flach, so dass wir nicht weiter reinfahren konnten. Hier kamen wir in einen Bereich, wo das Wasserskifahren erlaubt ist. Das ist dann extra ausgeschildert und es gibt nur einige Stellen am Rhein, wo das Wasserskifahren auch erlaubt ist. Selbst der kleine Jetski hat dann doch ein paar Wellen verursacht, war aber für unser Kanu kein Problem. Wir sind dann weiter gepaddelt und haben dann festgestellt, dass der Rhein doch auch viel für Wassersport, insbesondere für Rudersport noch genutzt wird. Hier sind wir an irgendeinem Kanu-Ruderverein vorbeigekommen, haben uns dann ganz links auf die Seite geschlagen, weil ja die Ruderer nach hinten keine Sicht haben, um die nicht zu behindern. Und wir sind in unserem Kanu deutlich flexibler, was das Handling betrifft. Die haben übrigens gegen die Strömung gepaddelt. Oder gerudert, besser gesagt. Ein kleines Zwischenresümee. Es paddelt sich richtig schön. Die Fließgeschwindigkeit ist total human. Es lässt sich total einfach hier auf dem Rhein steuern. Wir sind natürlich schön immer an der Uferseite und nicht im Hauptfahrwasser unterwegs. Wir haben jetzt schon mal ein, zwei große Dampfer gesehen. Da will man natürlich nicht rein, deswegen befinden wir uns hier schön am Ufer. Das passt alles. Wir sehen hier zur Rechten wahrscheinlich östlich Winkel. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, wo wir sind, ob es wirklich östlich Winkel, ob wir schon vorbei sind. Aber die Kirchturmspitze ist ja ein markantes Zeichen. Und jetzt sind uns auch schon diverse Ruderer begegnet. Das heißt, hier ist irgendwo ein Ruderclub in der Nähe, die ja auch auf dem Rhein ihren Sport betreiben. Und gleich kommen wir an die Fähre Ingelheim östlich Winkel. Das heißt, wir haben ungefähr knapp die Hälfte unserer Tour geschafft. Wir wollen hier nach Bingen. Wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Das heißt, die Strömung unterstützen mit dem Paddel, dass wir noch relativ sicher vor Einbruch der Dunkelheit an unser Ziel kommen, was aber kein Problem sein wird. So, jetzt sind wir in Ingelheim an der Fähre. Die ist zum Glück jetzt auf der anderen Seite, aber man sieht gleich, wo die Fähre sonst immer anhält. Das hat vom Timing super gepasst bei uns. Wir kommen da nicht in die Quere und hier ist sie auch schon. Die nächste Herausforderung kam dann auch sofort, weil auf uns kamen drei große Berufsschiffe zugefahren. Und das war jetzt schon wirklich beeindruckend. Das sieht man hier in dem Video alles nicht so deutlich, wie groß die tatsächlich waren. Und jetzt waren wir wirklich gespannt, wie verkraften wir die Wellen, beziehungsweise was machen die einzelnen Schiffe überhaupt für Wellen, weil da gibt es ja die unterschiedlichsten Typen und die unterschiedlichsten Auswirkungen. Also wir haben uns dann schon mal positioniert und haben versucht, immer mit dem Bug in die Welle zu fahren, dass wir ja nicht seitlich von der Welle umgekippt werden. Ja, das war schon sehr beeindruckend, als das Schiff dann auf uns da beziehungsweise neben uns gefahren ist und dann kommen da auch schon die ersten Wellen. Und ja, die hatten schon eine gewisse Höhe, das Boot fing an zu schaukeln, aber wir waren top positioniert, sodass wir das relativ gut überstehen konnten, ohne Probleme. Wir haben einfach nur die Richtung gehalten, Sandra hat hier super gepaddelt. Und ja, dann kam auch schon das zweite Schiff angefahren und hier sind immer noch ein paar Nachläufer, sage ich jetzt mal, von den Wellen. Und wir konnten unsere Fahrt unbeschadet fortsetzen. Jetzt haben wir hier drei große Dampfer genau, die mit uns zusammen den Rhein befahren. Den ersten haben wir geschafft, da gab es schon ordentlich Welle. Beim zweiten sind wir jetzt auch mal gespannt. Das ist so ein Schubverband. Mal sehen, was der für eine Welle ausspuckt. Sieht alles momentan sehr unspektakulär aus, aber wir lassen uns mal überraschen.
Danach haben wir zügig unsere Fahrt weiter fortgesetzt, weil die Uhrzeit schritt voran und wir mussten ein bisschen Gas geben, dass wir noch vor Einbruch der Dunkelheit unser Ziel in Bingen erreichen. Hier sieht man so ganz leicht schon den angedeuteten Sonnenuntergang. Und dann haben wir auch unser Ziellandungsstück erreicht. Das hat dann relativ gut alles geklappt. Die Ausstiegsstelle ein bisschen steinig, aber passt schon. Hier ging es dann relativ steil berghoch, war ganz schön anstrengend, weil diesen Weg haben wir das schwere Kanu hochgetragen. Es wiegt immerhin 25 Kilo. Über Stock und Stein dann mit den Crocs zu laufen, ist gar nicht so einfach. Aber es gab leider keine andere Möglichkeit, weil die Stege sind leider alle verschlossen, sodass man hier diese Möglichkeit nicht nutzen kann. Schade, dass die Bootsbesitzer so viel Angst um ihren Steg haben, dass sie das mit Schlössern verriegeln, aber wird sicherlich seinen Grund haben. Ja, das Kanu haben wir dann noch sauber gemacht, trocken gewischt, die Luft abgelassen. Das Fazit von unserer kleinen Flussreise. Es war richtig toll. Es hat richtig Spaß gemacht, es war ein toller Tag. Wir haben ungefähr 3 Stunden gebraucht, circa 15 Kilometer in der Zeit zurückgelegt. Wir haben natürlich nicht mit vollem Krafteinsatz gepaddelt, sondern haben uns einfach eine ganz lange Zeit auch nur mal treiben lassen, um herauszufinden, was passiert hier eigentlich, was sieht man so alles. Und wir haben eine ganze Menge gesehen und natürlich jetzt nicht das exotische Vogelreich, aber es war einfach toll. Auch die Fahrt neben den dicken Berufsschiffen hat Spaß gemacht. Also von daher top. Und ich kann es jedem nur empfehlen, der ein Kanu hat, auch mal sich den Rhein anzutun. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für das freundliche Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, weil wir werden bestimmt noch viele Touren unternehmen.